Ja, 30 Sekunden nach der ersten Aufnahme oder der vorherigen sehen wir uns wieder. In der letzten Folge haben wir uns mit Blut infiziert und jetzt ist hier irgendwie so ein Viech angekommen. Ach, scheiße. Ja, wir sind hier jetzt draufgejumpt, verhalten uns absolut ruhig. Hier ist alles voll mit Toten. Wir haben einem Toten ein Loch im Kopf gebohrt. Dann haben wir einen Stahl in den Kupferrohr eingesteckt und dann haben wir eine hohle Nadel drauf getan, das uns damit dann initiiert. Nee, und das uns dann initiiert. Ich höre das Viech immer noch. Es ist gerade nicht. Ja, langsam und ruhig sehe ich mich auch wieder. Ob das da irgendwo festgebackt ist. Wir können jetzt gleich mal einen Ausbruchversuch versuchen. Würde ich mir auch gerade in dem Moment anraten, weil ich ja nicht höre, dass das Viech sich irgendwie wegbewegt. Ich probiere jetzt einfach mal ein bisschen zu gehen. Oh, wir sind den geistigen Zustand scheißegal erreicht. Komm schon, Daniel, du schaffst es. Ich glaube an dich, die Viecher glauben an dich. Fuck. So, wir kommen wieder zur Zisterne. Ja, das lese ich jetzt nicht vor, muss mich gerade erstmal ein bisschen beruhigen. War schon ziemlich heavy, die Szene. Ohne jetzt irgendwie mich selber loben zu wollen, habe ich da, glaube ich, schon einigermaßen souverän gehandelt. Ja, jetzt sind wir kaum bei Bewusstsein und so gut wie tot. Super Voraussetzungen, um in die Kanalisation zu gehen. Ja, ich denke, dadurch, dass wir uns jetzt damit infiziert haben oder injiziert haben, können wir da durch. Aber erstmal schlucken wir ein bisschen Laudanum. Wieso ist das Wasser weg? Ach, scheiße. Oh ja, ich liebe es. Scheiße. Ich muss gerade mal die reelle Uhrzeit nachgucken. Einen kurzen Moment. Das werde ich auch nicht rausschneiden, glaube ich. Damit ihr jetzt mal auch mitkriegt, dass ich nicht alles perfekt mache, dass ihr euch nicht schämen braucht, wenn ihr mal ein Let's Play macht und dann ein bisschen was falsch macht. Ja, genau. So habe ich das jetzt ein bisschen überspielt. Und es geht schon weiter. Und wir betreten die Kanalisation again. Henry Bethel kommt zum Unterricht. Die Wut seiner Mutter in sich tragend. Er weint nie. Stattdessen brachte er andere zum Weinen. So sind Schmerzen. Du wirst entweder traurig oder wütend. Henry entschied sich immer für Letzteres. Okay, uns geht's wieder etwas besser. Vom geistigen Zustand her. Wir können ja jetzt auch durch, weil wir uns mit dem Blut von dem Dings initiiert haben. Ja, ich denke, dann werden wir sonst, wenn wir das Wasser da nicht beruhen können. Ach so, wir haben wahrscheinlich dann das Heulen mit dem. Haben wir jetzt das Wasser abgestellt. So. Und wenn wir das Wasser betreten hätten, wären wir tot gewesen. Oder die Dämpfe da. Das können wir jetzt durch das Blut. Nicht hinsehen, Daniel. Ganz einfach nicht hinsehen. Wir gucken uns die Wand an. Die Wand ist schön. Schöne Wand, schöne Architektur. Ganz toll gemacht. Muss ich schon sagen, hier die Steine bilden auch schöne Gesichter und hier so ein Insektenkopf. Verdammte Scheiße, wir warten so ein kleines bisschen. Hier so ein kleines Geheimversteck für die Bediensteten, die sich der Typ da erschafft. Oh ja. Ich habe jetzt nicht mal gesehen, welcher Gegner das war. Ich glaube nicht, dass es Hackfresse war. Den rieche ich auf 30.000 Meter gegen den Wind. Allein schon wegen seinem nicht vorhandenen Unterkiefer und der schlaffen Haut da. Das ist wieder so eins wie in einem Gefängnis, wo der dann zufallsgeneriert irgendwo auftaucht. Und hier ist es sogar noch heller, das macht die Sache noch mistiger. Oh ja. Ich werde jetzt versuchen, mal wirklich wegzulaufen und nicht gleich mich selber umzubringen. Was heißt selber um? Ich werde versuchen zu laufen. Wenn ich den Gegner sehe.
Versprechen kann ich natürlich nichts. Nicht bei diesem Spiel. Und ich glaube auch nicht, dass das langweilig wird, das Spiel. Warum laggt das? Stützt du ab, Spiel? Schade. Ja. Framerate bricht gerade irgendwie zusammen auf 0 wieder. Kennt man ja mittlerweile von mir. Von meinem PC, den Fraps und der Framerate. Ein Rohr ist los und Wasser läuft raus. Okay. Das wissen wir dann nicht. Nach dem Spiel werde ich mir wahrscheinlich erstmal... Na gut. Ist ja schon das nächste Horrorspiel angesetzt. Ich glaube, jetzt haben wir noch nicht angeguckt. What are you doing? Let me go! Please, don't take me! Nobody ever return! Ja, wenn er dadurch geht, bestimmt nicht. Oh Mann. Spiel, Spiel, du schaffst es nicht noch. Mir fehlen die Schränke, in denen man sich verstecken kann. Markschränke, in denen man sich versteckt. Gleich kommt der Gegner, gleich kommt der Gegner. Na, die Framerate ist gerade ziemlich mies. Hier könnten wir uns gut verstecken, wenn der Gegner kommt. Jetzt zum Beispiel. Wir warten kurz. Gehen wieder los. Da wollen wir wohl hin. Leiter können wir auch nicht aufheben und dann ranstellen und gucken, ob wir hochkommen. Okay, das ist aber das Ziel, nach da oben irgendwie zu kommen. Hier geht's noch. Oh, lecker, wie die ganze Pilzscheiße hier vor sich hinwächst. Ist da... Egal. Ja, okay, ich glaube, das war eh nur ein Rohr. Ja, wenn man Angst hat, vergeht die Zeit gar nicht. Ich frag mich, wo man sich hier verstecken kann. Ach, ein bisschen. Wo denn? Das bisschen da? Das hatten wir eben schon. Okay, wir haben wohl 3 Betriebsarten. Zwei Hebel steuern die laute Maschine. Können wir mal alle Kombinationsmöglichkeiten durchgehen. Fehlt uns irgendein Memento oder Notiz? Maschine. Ja. Das Dampf durch die Raum gehen drückt. Ich schäme mich, denke, bin so bla bla bla. Achso, das ist das Auszugmaschine. Memo Maschinenerstattung. Okay, hier scheint wohl nicht unsere Lösung erstmal zu sein. Frag ich mich gerade warum. Betriebs.
Krebsarten haben wir und wir haben... Ja, haben wir nicht. Na gut, dann haben wir wohl irgendwas übersehen. Und gehen wieder raus. Oh ja. Der Gegner braucht eigentlich gar nicht erst wieder aufzutauchen, weil ich eh Angst vor ihm habe wie sonst was. Okay, dann würde ich sagen, ich beende die Folge und die Aufnahmesession heute. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Also Leute, macht's gut. Für mich morgen, für euch, weiß ich nicht. Ich schätze mal Montag oder Dienstag. Also Leute, ciao.